Liebe Freunde, hallo. Wir sind heute hier in freier Wildbahn unterwegs. Wir stehen hier vor dem Studioreservoir und werden heute einen Cutter live beim Schneiden filmen. Dafür müssen wir ganz leise sein. Persönlich werden wir da auch nicht hingehen. Wir haben uns das hier extra mal hier besorgt. So eine Drohne, ja, damit sich das freilebende Wildtier-Cutter wirklich nicht bedroht von uns fühlt, weil die sind normalerweise sehr scheu und stehen hinter der Kamera. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Wir schauen uns dieses unglaubliche Naturschauspiel noch einmal aus der Nähe an, okay? So, wir sind jetzt hier live aus der Kamerasicht. Für die Leute, die sich fragen, warum wir nicht direkt sprechen, mit der Drohne live und nachvertonen, das hat folgenden Grund. Der Cutter könnte sich in seiner natürlichen Umgebung etwas angegriffen fühlen und könnte aggressiv reagieren. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und da sehen wir, oh, ein Prachtexemplar, ein Prachtexemplar. Das hat uns auch direkt wahrgenommen. Die Sinne des Cutters sind normalerweise vergleichbar mit denen eines Faultiers oder eines Wombats. Dieses Exemplar scheint aber sehr, sehr intelligent zu sein. Ich würde schon sagen, man kann eine Grundintelligenz hier vermuten. Man sieht direkt eine Tätigkeit, denen der Cutter wirklich öfter nachgeht. Das ist neben dem Affen, dem Delfin und den Menschen wirklich das einzige Lebewesen, was Spaß an sexuellen Neigungen hat. Neben der Arbeit natürlich, worin, oh okay, wir haben ein paar Kameraprobleme, gucken wir, ob wir näher drankommen. Wir sehen hier schon, oh Gott. So, wir hatten dann ein paar Probleme, währenddessen unsere Drohne ist abgestürzt, aber das hat uns nur die Möglichkeit gegeben, unglaubliche Aufnahmen dieses Prachtexemplars einzufangen. Das erste Mal hat der Cutter die Drohne nach dem Absturz bewusst wahrgenommen, da es im direkten Lebensumfeld auf dem Boden gelandet ist, und da haben wir ein paar unglaubliche Aufnahmen gemacht. Also das sind hier wirklich spektakuläre, nie dagesehene Aufnahmen. Unglaublich. Also wir können davon ausgehen, dass eine Grundintelligenz hier vorliegt. Wir konnten dann die Drohne auch wieder zum Starten bringen, Gott sei Dank, und haben selbstverständlich noch einige Eindrücke sammeln können. Also wir haben hier wirklich im freien Lebensraum so ein Prachtexemplar noch nie auf der Kamera gehabt. Wir möchten aber auch nicht zu lange gehen, sondern verziehen uns aus dem Lebensraum, da sich das sonst bedroht fühlen könnte. Oh, und wer ist das? Oh, sieht gut aus. Und der Bizeps, wow. So, liebe Freunde, wie wir gesehen haben, geht es in so einem Studio wirklich sehr, sehr spannend zu. Und ich freue mich immer wieder bei meinem Beruf, ein so seltenes Tier wie einen Cutter wirklich in freier Wildbahn erleben zu dürfen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder bei der nächsten Folge ein. Ihr Wildpark-Ranger Buddy.